aufsitzen Junkies und spritzen Heroin. Sie gehen auf die Straße, um Kohle zu verdienen. Verkaufen ihre Kindheit für die Drogensucht und fallen immer tiefer in diese Schreckensgruft. Das Bett ist nicht aus Federn, oh nein, es ist aus Stein. Für eine warme Wohnung ist der Lohn zu klein. Die Winter sind am längsten so dunkel und so kalt. Hier draußen wird doch niemand, niemand richtig alt. Fast jeder, der hier lebt, lebt für den Moment, der für kurze Zeit die wahre Welt verdrängt. Ein Kampf, der niemals endet, beginnt mit jedem Tag. Einen, der dieses Leben mag. An der Bordsteinkante steht eine junge Frau und stellt dort ihren Körper der Männerwelt zur Schau. Vor circa 14 Jahren hielt sie es nicht mehr aus. Sie nahm ein paar Klamotten, verließ das Elternhaus. Der Vater war ein Trinker und schlug sie Nacht für Nacht. Sie hat in diesen Jahren so manches durchgemacht. Sie hat nicht aufgegeben, weil sie zwei Kinder